Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem 4000 Abonnenten-Special. Ich freue mich riesig, dass es jetzt so schnell ging und ich hoffe, wir schaffen die 5000 genauso schnell. Das geht auf jeden Fall ziemlich ab und danke. Na? So, und ich mache das Ganze jetzt so, dass ich die Kommentare von unten nach oben vorlese, denn wer zuerst kommt, mal zuerst und der kriegt nun mal seine Chance und ich habe nur die genommen, die nicht doppelt sind oder auch irgendwie Sinn ergeben und ich werde natürlich auch was dazu sagen. Ja, gut, und ich werde natürlich die Kommentare einblenden und vielleicht auch Bilder im Zusammenhang damit. Ja, dann fangen wir gleich an. Das erste Kommentar kommt von Chrissy653 und er fragt einige Fragen auf jeden Fall. Also, was hast du lieber, Pokémon oder Digimon? Von der Serie her muss ich sagen, gefiel mir Digimon besser, aber das gibt's halt nicht, das Spiel und so weiter. Und ja, also von der Serie her Digimon, vom Spiel her logischerweise Pokémon. Was ist dein Lieblingsanime, wenn du einen hast? One Piece. Was hast du für Hobbys? Logischerweise YouTube. Dann gehe ich hin und wieder fort, also so Open Air Festivals oder sowas, da kommt nachher noch eine Frage, eine lustige und sowas. Aber ich habe nicht wirklich so viele Hobbys, also ich mache keinen Sport oder irgendwas. Ich habe früher mal Fußball gespielt, aber mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Gut, wie alt bin ich? Die Frage kam ziemlich oft und ja, das steht auf meinem Kanal, Leute, ernsthaft jetzt. Wenn ihr danach schaut, dann findet ihr das dort sofort, genau wie einige andere Sachen. Genauso wie, wo genau in Österreich wohnst du? Ich werde es nicht genauer sagen als Niederösterreich. Mehr werde ich da nicht sagen, einfach. Und ich bin 16 Jahre alt, das steht alles auf meinem Kanal. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Das zweite Kommentar kommt von YouTube Watch One, glaube ich, heißt das. Wer sind für dich die besten PvP aus der Minecraft-Community? Minecraft-YouTuber-Community. Tim, Notables, Gamerplay, Dadoshtegi und so weiter. Also, wenn ich sagen muss, da gab es nachher noch eine Frage, ich weiß nicht, ob ich die jetzt reingenommen habe, aber wenn man allgemein die Leute nehmen muss, dann würde ich definitiv sagen, dass Gaze McG zu einem der besten gehört. Sapphire ist auch ziemlich gut, aber Gaze McG, der Typ quickdroppt halt im Kampf, das ist also bei MCPVP Hunger Games, das ist richtig krass. Und von den Deutschen her wüsste ich eigentlich schon sagen, dass Tim der Beste ist, danach so Stegi. Wer dann kommt, bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, ich und Alex sind circa auf einem gleichen Niveau. Würde ich einfach mal dazu sagen. Ja, gut, kommen wir zum nächsten Kommentar. Das nächste Kommentar kommt von Yves Müller. Welche Spiele spielst du? Minecraft und was noch? Ich spiele League of Legends und DayZ momentan aktiv, das war's. Früher habe ich noch StarCraft gespielt, WoW, Warcraft, SWTOR, Rift, WarZ, alle möglichen Spiele eigentlich. MMOs vor allem, ich habe ziemlich viele MMOs gespielt. Ja, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Welches ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel, also momentan ist es, ich würde eigentlich DayZ sagen. Es ist momentan mein Lieblingsspiel, aber mein Lieblingsspiel, was immer mein Lieblingsspiel bleiben wird, ist auf jeden Fall Warcraft 3, The Frozen Throne. Das Spiel ist Kult, das ist eines der besten Spiele. Wie alt ich bin, habe ich bereits beantwortet. Wo wohne ich, habe ich auch bereits beantwortet. Was machst du aus dem PC-Spiel, habe ich auch schon. Gut, kommen wir zum nächsten Kommentar. Das vierte Kommentar kommt von TheJ999S. Was möchtest du mit YouTube erreichen? Ich weiß nicht, ich habe kein Ziel mit YouTube. Ich mache es einfach nur zum Hobby. Dass ich jetzt YouTube-Partner bin und viele Abonnenten dazu bekomme, freut mich natürlich. Dann verdiene ich ein bisschen was nebenbei, aber das ist mir jetzt nicht das Hauptwichtige oder sowas. Ich mache es einfach, weil ich Spaß daran habe. Und erreichen, keine Ahnung, was sich halt bietet. Und ich bin auch keiner der Leute, die sagt, wenn ich irgendwann mal 50.000 Abonnenten habe, oh mein Gott, ich habe mir das niemals erwartet, dass ich 50.000 Abonnenten bekomme. Ich habe es mir erwartet. Also ganz ehrlich, ich habe mir auch erwartet, dass ich irgendwann 4.000 schaffe, weil ich das so lange mache, wie ich Lust drauf habe. Und deswegen bin ich deswegen nicht überrascht oder habe irgendwie keine Ziele mit YouTube. Ich mache es einfach so. Gut, nächstes Kommentar. Das nächste Kommentar kommt wieder von YouTube Watch One. Kennst du irgendeinen YouTuber, mit dem du öfter was machst persönlich? Aus Ridaros, Alex, Basti und so weiter. Persönlich würde ich jetzt nicht so sagen, also ich treffe mich mit denen nicht so öfter oder irgendetwas. Austri wohnt zwar in der Nähe von mir, aber den habe ich bisher auch nur an der Gamescom getroffen. Und das werde ich auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder machen. Ich bin nämlich dort. Und da habe ich auch Basti getroffen, Eddie, also Pixelarchitekt. Und dieses Mal möchte ich auf jeden Fall viel mehr Leute noch treffen, weil letztes Mal habe ich da nur im LoL-Stall meine Zeit verbracht. Ja, gut, nächstes Kommentar. Wieder ein Kommentar von YouTube Watch One. Wie groß bist du? Ich bin ca. 1,83 Meter groß. Das nächste Kommentar kommt von Fangcola und er sie es fragt: Was hast du vor, für einen Schulabschluss zu machen? Und was willst du danach machen? Also Schulabschluss mache ich HTL, die Österreicher unter euch werden das sicher kennen, das ist eine höhere technische Lehranstalt. Da lernt man, das ist berufsbildend einfach und ich mache dort den IT-Zweig, wo ich Programmieren und Netzwerktechnik lerne. Also Netzwerktechnik, Programmieren, Medientechnik, alles Mögliche in dem Zweig da, aber hauptsächlich Netzwerktechnik und Programmieren eben. Was ich danach machen will, weiß ich noch nicht. Entweder, also ich muss auf jeden Fall Bundeswehr oder Zivildienst gehen. Dann gehe ich aber wahrscheinlich Zivildienst, weil ich da keine Lust auf die Bundeswehr habe, was ich da bis jetzt gehört habe von ein paar Kollegen, die da waren. Was ich danach machen will, ja, entweder suche ich mir einen Job, wenn ich einen finde,
Wenn nicht, dann vielleicht studieren, aber ich glaube eher, dass ich mir einen Job suchen werde, weil ich keine Lust auf Studieren habe. Das nächste kommt von Der beste Mann. Fährst du gerne Ski? Ja, mache ich sehr gerne. Das nächste Kommentar kommt wieder von YouTube Watch One. Die Frage ist, wen hast du so alles abonniert? Diese Frage kann man sich, glaube ich, auch selbst beantworten. Da kann man auf meinem Kanal irgendwie nachschauen, wen ich alles abonniert habe. Aber das tut natürlich nichts zur Sache, wen ich davon auch wirklich schaue. Denn ich gucke natürlich nicht alle. Ich habe, glaube ich, 70 Leute oder sowas abonniert, wobei ein paar davon einfach nur Musikchannels sind. Ein paar sind Sachen, wo ich halt immer wieder ein bisschen reinschaue. Oder halt, ja, sowas wie Basti halt zum Beispiel, bei denen ich hin und wieder reinschaue. Oder Miners GmbH einfach so abonniert. Aktiv Leute schauen tue ich nicht so viele. Eher so, was schaue ich denn momentan aktiv? PietSmiti überhaupt, auf jeden Fall. Die schaue ich immer. Aber nur die Adventure Maps und DayZ und eine Season, wenn es die gibt. Dann Moondai schaue ich auch aktiv. Frankie on PC in 1080p. Ungespielt schaue ich hin und wieder. Luke hin und wieder. Ja, sowas in der Art. Also ich schaue da immer nur so ein bisschen rein, aber Leute, die ich fix schaue, gibt es eigentlich nicht. Ich schaue mir die Videos an, wo ich Lust drauf habe. Gerade und das muss nicht unbedingt jemand sein, den ich abonniert habe. Aber ja, ihr könnt euch das auf jeden Fall auf meinem Kanal anschauen. So, da sind wir mittlerweile beim 10. Kommentar. Es sind übrigens, glaube ich, 748 oder sowas. Und das kommt von der LizardHD1. Wie findest du dich als YouTuber? Als YouTuber finde ich mich in Ordnung. Im Gegensatz zu den anderen Leuten, ich meine, manche Leute unter den Kommentaren meinen ja immer, ich soll eine Vorbildfunktion machen oder irgend sowas. Ich gebe da einen Scheiß drauf. Wieso soll ich eine Vorbildfunktion machen? Ich bin selbst ein Kind, ich bin 16 Jahre alt. Nehmt euch an mir kein Vorbild, mein Gott. Das ist genauso, was weiß ich, wer Siebstelp kennt. Ich schaue bei dem, ich habe den auf Facebook geliked, einfach nur, also ich bin mit dem befreundet, Sebastian Büttinger oder wie der heißt. Nur um seine Posts zu sehen, weil der ist genau der Meinung, wie ich bin. Auf YouTube gebe ich meine eigene Meinung ab. Wenn es euch nicht passt, dann ist das so. Ich lasse mir nicht die Fresse von irgendwem verbieten. Deswegen denke ich mal, dass ihr da ein bisschen eingeschnappt seid, wenn ich das eben so mache. Aber ansonsten finde ich mich in Ordnung. Ich mache gute Qualität, ich bringe Videos oft genug. Ich mache es nicht nur wegen des Geldes und habe nicht dauernd Streit mit irgendwem. Hin und wieder halt, aber ja. Was willst du machen? Das gehört dazu. Niemand streitet nie. Warte, war das richtig? Niemand kommt ohne Streit aus. Sagen wir es einfach so. So, nächstes Kommentar. Das nächste Kommentar kommt von SoulEater2555. Könntest du öfter LOL-Reads machen oder mit deinen Abonnenten spielen? Ich habe schon mal mit meinen Abonnenten in einem Livestream gespielt. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich momentan eher so auf der Solo-Schiene, dass ich so alleine spiele oder eben Fünfer-Ranked mit Kollegen, die ich kenne oder was weiß ich was. LOL-Videos werden auf jeden Fall wieder öfter kommen, weil ich spiele momentan wieder ziemlich aktiv. Also ich habe eine kleine Pause gemacht für 3, 4 Monate oder sowas, aber jetzt spiele ich momentan wieder ziemlich aktiv. Also da wird was kommen. Das nächste Kommentar kommt von Lars Rühmann. Könntest du mal was mit MinecraftExpert.de aufnehmen? Also mit Tim. Und dann ein seltsamer Smiley. Egal. Ja, könnte ich durchaus. Ich will ja, dazu komme ich später. Also ich kann durchaus mit ihm was aufnehmen. Muss aber nur schauen, was ich da mache oder ob er halt Zeit hat oder ob ich halt Zeit habe, weil ich bin noch in der Schule und der hat halt sein Abi jetzt fertig. Und bliblablub, dies, das. Die nächste Frage kommt von MC mit Chris LP. Was benutzt du zum Rendern? Was benutzt du zum Aufnehmen? Von wem hast du das Intro? Zum Rendern benutze ich Sony Vegas Pro 11 für Videos wie dieses hier, wo ich ziemlich viel schneiden muss und einblenden muss. Aber für diese Standardvideos, wie jetzt, was weiß ich was, die alltäglichen Videos oder das Battle und so weiter, da benutze ich Adobe Premiere Pro CS6. Ganz einfach, weil ich dort diese Überblendungen besser reinmachen kann als in Vegas, weil sich das mit der Transparenz besser verträgt. Das funktioniert bei Vegas nicht richtig. Dann, weil es schneller rendert, weil es eine bessere Qualität hat und ein bisschen kleiner ist. Und weil ich da die Warteschlange habe, also mehrere Videos in eine Warteschlange packen kann und das rendert dann einfach über Nacht oder was weiß ich was. Was benutze ich zum Aufnehmen? Ich benutze ausschließlich Fraps, Audacity jetzt gerade für dieses Video, weil ich da halt nicht mit Fraps irgendwas aufnehme oder sowas. Und mit Audacity ist es gleich, muss ich dann nachher nichts mehr schneiden, wenn ich das so mache, wie ich es jetzt eben mache. Also immer in einen Track weiterspringe. Und von wem ich das Intro habe, das kommt von der Seite videohive.net. Dort habe ich mir das gekauft um, ich glaube, $12 oder sowas. Und hab's danach mit After Effects nachbearbeitet. Das nächste Kommentar kommt von MrTime.de. Was sind deine drei Lieblingsspiele? League of Legends, DayZ, Warcraft 3. Was sind deine Lieblingsspeisen? Hühnercurry mit Reis. Ich nehme jetzt auch mal drei einfach. Was kann ich noch sagen? Schnitzel. Da kommt auf jeden Fall auch noch eine Frage, die man sich dann einfach instant beantworten. Lasagne. Am besten vom Pferd. Gut, was war dein erstes Suchtspiel?
Warcraft 3, Frozen Throne. Das nächste Kommentar kommt von Rosea Sarutobi. Was hältst du von den ersten Kommentaren? Ganz ehrlich, es ist unter jedem Video mittlerweile bei mir. Ich dachte mir nicht, dass ich das so schnell jetzt. Also, keine Ahnung, wie ich noch 2500 Abonnenten hatte, da kam das nicht unter jedem Video. Aber Hauptsache jetzt mit fast 4000, also jetzt mittlerweile 4000, wenn ihr das hier seht, kommt das natürlich unter jedem Video. Aber es ist mir sowas von scheißegal. Sollen die Leute erst schreiben und sich ein Ei abfreuen? Ich habe nur jedes Mal einen kleinen Groll gegen den Menschen, der damit angefangen hat. Aber es ist mir im Prinzip komplett egal, ob die jetzt erst schreiben oder ob wer andere die zuflamet. Mir sind die Kommentare, die ihr schreibt, allgemein komplett egal. Außer sie beleidigen irgendwen oder sind irgendeine Frage, dann beantworte ich die logischerweise. Dann eine Frage von einem Klassenkollegen von mir. Liebe Grüße an den Lukas oder auch Wölfel. Der hat geschrieben: Hast du vor, in Zukunft noch etwas anderes zu zocken, wie einen Shooter oder Minecraft Adventure Maps? Minecraft Adventure Maps werde ich vielleicht mal wieder bringen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das mache oder. Keine Ahnung, ich habe momentan viel mehr Bock auf PvP oder sowas. Andere Spiele möglicherweise. Also Battlefield 4 auf jeden Fall, wenn es dann rauskommt. Call of Duty eher so nicht. Da habe ich mir jetzt Black Ops 2 gekauft und. Lame. Was soll man sagen? Ja, sowas halt in der Art. DayZ, LOL vielleicht, was weiß ich. Die nächste Frage kommt von Juli Roth74, wenn das richtig ist. Spielst du Fußball? Ja, wenn ich in der Schule Fußball spiele, aber ich habe früher in einem Verein gespielt, mache ich jetzt nicht mehr. Und die 18. Frage kommt von Moritz Meninger. Welches Mikro hast du? Immer noch das Razer Megalodon auf dem Headset drauf. Die nächste Frage kommt von Alex LPS. Hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Und da kommt die nächste Frage von einem Real-Life-Kollegen von mir, und zwar die 20. vom Geji. Liebe Grüße an dich, der ist mit mir ins Gymnasium gegangen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie besoffen warst du gestern? Also mittlerweile ist es ja, also es war Mittwoch, war das, Mittwochabend. Und von einer Skala von 1 bis 10, 4,5, 5 vielleicht. Ich weiß nicht. Die haben Scheiße gemischt, das war zu teuer, ich hatte kein Geld mehr und dann sind wir gegangen um 4 Uhr. Ja, gut. Nächste Frage. Die 21. Frage kommt von Akantormann 1. Was ist der Unterschied zwischen Ente? Bügeleisen. Die nächste Frage ist von der Creeper-Fans. Willst du mehr Rush, Beast Mode, USW bringen, hochladen? Also damit beziehst du dich, glaube ich, allgemein auf Bed Wars-Geschichten. Das haben wir eigentlich bisher nur im Livestream gespielt. Das ist schwer für Leute zu bekommen, mit denen du das auch wirklich jetzt einfach so machen kannst mal. Deswegen mache ich das auch nur, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Es werden aber auf jeden Fall zu künftigen Projekten mehr Ego-Battles kommen. Am 26. wird es zum Beispiel eins aufgenommen mit, ich glaube, 30 YouTubern. Das geht auf jeden Fall richtig fett ab. Team-Battle vielleicht bald, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall beim Radar Moon Battle werdet ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß haben, das kann ich euch versprechen. Also die vierte Staffel, heilige Scheiße, war die geil. Und wer sagt, wir haben jetzt schon gewonnen, der hat sich so geschnitten. Die nächste Frage kommt von Cheese Freaky LP. Wo gehst du Schul? Wo gehst du in die Schule, war das am besten mal. Ich gehe, das sage ich nicht, aber ich gehe in Wien in die Schule. Mehr sage ich nicht, das ist ein HTL. In welche Klasse gehst du? In die zweite. In der HTL, also 10. Schulstufe dürfte das sein, aber die ist jetzt bald ja zu Ende. Mega T574 fragt: Wie meinst du, kann man heute noch auf YouTube berühmt werden? Werbung unter Videos und so. Werbung unter Videos ist arm, meiner Meinung nach. Das sollte man nicht machen. Es kann sein, dass jemand anders das für einen macht, also ein Abonnent oder sowas, weil er halt helfen will und so weiter. Das kann er gerne machen, aber wenn man das selbst macht, ist das einfach nur arm. Also ich bin über YouTube berühmt unter Anführungszeichen geworden, indem ich einfach mit anderen Leuten groß geworden bin. Also dieses Survival Games 2-Event zum Beispiel, das ging richtig ab. Dadurch haben übelst viele, also dadurch sind wir alle groß geworden, würde ich jetzt mal sagen. Diese YouTube-Community, die in einem Ruck kam, und dazu zähle ich jetzt Luke, Nordopkev, Domse, Eddie, Basti, Saronic, möglicherweise, wenn er dabei war, ich weiß es nicht. Und die sind alle durch dieses hier in etwa groß geworden, durch das Event. Nur ich bin halt nicht so groß geworden dadurch. Aber das ist mir auch relativ egal. Ich werde mit Basti und so weiter jetzt immer ein Stück größer und so weiter. Und ich finde es auch nett von den anderen, dass die immer noch Videos mit mir machen, wenn die auch mehr Abonnenten haben. Also nicht, dass die irgendwie so voreingeschnappt sind, aber ich kenne die ja auch relativ gut. Domse zum Beispiel, und der macht das gerne. Ja. Also, wie man auf YouTube berühmt werden kann, wollte eigentlich die Frage. Werd mit anderen Leuten groß, fang gemeinsam mit anderen an, liefern eine gute Qualität. Wie viel zockst du am Tag durchschnittlich Minecraft, wurde gefragt vom GMG Headhunter. Boah, keine Ahnung. Also momentan circa eine Stunde oder sowas, weil ich habe in letzter Zeit auch wenig Videos gebracht, Entschuldigung deswegen übrigens, aber ich habe gerade nicht so Lust auf Aufnehmen oder irgendwas. Aber das kommt jetzt bald wieder, da werde ich wieder was bringen. Ja, eine Stunde würde ich mal sagen jetzt. Immer so, wenn ich gerade keinen Bock auf LOL oder DayZ habe oder irgendwas, spiele ich halt schnell eine Runde oder zwei Runden Survival Games oder was weiß ich, was in der Art.
Lukas Sakul hat gefragt, was für Online-Spiele spielst du so? LOL, DayZ, Minecraft. Florian Hepp fragt, spielst du auch PS3 oder Xbox 360? Und ich beziehe das auch gleich mal auf PS4 oder Xbox 720. Nein, Konsolen sind scheiße, verdammt. Wer das Spiel ist, ein Untermensch. Zu der Frage muss ich noch schnell was hinzufügen, bevor ich das jetzt beende. Konsolen sind scheiße, ja. Der einzige Grund, wieso man sich eine holen sollte, ist eine richtig geile Spiele auf der Konsole. Und deswegen habe ich auch eine PS2, wegen Kingdom Hearts. Dieses Spiel ist geil. Frage Nummer 28, und da sind wir jetzt schon über der Hälfte auf jeden Fall. Das hätte ich vorher schon sagen sollen, aber egal. Kommt von Morris Arns. Was würdest du geben, dass du mit Profi-Let's Playern Let's Playen dürftest? Zum Beispiel Gronkh, Vareide oder PietSmitty. Mein Hund bellt gerade, ich weiß nicht, ob man das hört, aber der geht auf jeden Fall ziemlich ab. Also ich würde nichts dafür geben eigentlich. Es wäre cool, aber wieso sollte ich was dafür geben? Ich meine, dann würde ich halt einen Abonnenten-Push bekommen, dann ist mir relativ egal. Ich würde nur gerne mal mit PietSmitty reden an sich. Weil die sind cool drauf, die Jungs. Würde die mal so außerhalb der Videos gerne mal erleben. Wobei ich mir bei denen denken kann, dass die am ehesten noch so sind, wie sie in ihren Videos rüberkommen. Im Vergleich jetzt zu anderen Leuten wie Julians Blog oder sowas. Also, ich würde dafür nichts geben. Und von den drei, die du aufgezählt hast, würde ich nur mit PietSmitty gerne was machen. Vareide macht zwar coole Videos, aber ja, habe ich nicht irgendwie so ein Bedürfnis oder sowas. Und Gronkh mag ich nicht so wirklich. Mr. Manuela. 1078, what the fuck auch immer dieser Name sein soll. Wirst du mal CSGO Let's Playen? Nein, definitiv nicht. Ich hasse dieses Spiel. Roger Tosoni fragt, mit der 30. Frage übrigens, Döner oder Pizza? Definitiv Pizza. Ich habe in meinem Leben bis jetzt nur in einer guten Dönerbude, einer Dönerbude guten Döner gegessen. Der andere ist so, pff, ja, ich weiß nicht. Zu viel Zwiebel, die Soße ist so komisch, irgendwie so flüssig. Oder der Salat schmeckt nicht gut oder irgendetwas. Und Pizza ist halt überall akzeptabel, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn wir jetzt gerade bei Essen waren, geht's weiter mit Trinken. Me Gusta and Pokeface fragt, Monster, Red Bull oder Rockstar? Rockstar. Monster und Rockstar sind Zuckerscheiß, der komplett widerlich schmeckt nach irgendeinem Mist, der komplett aus der Chemie entstanden ist. Wahrscheinlich chemischer Abfall oder sowas. Red Bull ist zwar von der Konsistenz her, also was drinnen ist, nicht anders, aber es schmeckt besser. Und weil es auch aus Österreich kommt, aber das ist eher so patriotisch. Aber Red Bull definitiv mein Lieblings-Energy-Drink und eigentlich auch der einzige, den ich gerne trinke. Olivier Engel 1 fragt, magst du Schnitzel? Ja, wie schon gesagt, einer meiner Lieblingsspeisen ist Schnitzel. Natürlich von meiner Oma gemacht. Wer kennt das nicht aus Österreich? Ja, also Schnitzel, relativ geil. Aber ich esse kaum Schweinsschnitzel oder irgend sowas, sondern nur vom Huhn. Friet Hauwig fragt, du wohnst doch in der Nähe von Wien, oder? Ich auch, und deshalb wollte ich fragen, ob du den Augarten kennst. Ja, ich kenne den Augarten, aber ich werde jetzt nicht sagen, ob ich in der Nähe bin oder nicht. Der Masterklo fragt, hi, wie groß willst du als YouTuber noch werden? Over 9000. Majerus99 fragt, was hältst du von Shootern, also COD oder Battlefield? Kannst du mir einen Gaming-Laptop empfehlen? Gaming-Laptops würde ich auf jeden Fall bei XMG vorbeischauen, n.de heißt die Seite, glaube ich, also mysn.de oder sowas. Dort gibt es gute Gaming-Laptops, das sind auch die einzigen, die wirklich was taugen, alle anderen sind kompletter Scheißdreck. Und auf einem Laptop gamen würde ich dir schon mal definitiv abraten, kauf dir lieber einen PC um das Geld. Ein Desktop-PC, weil die sind um einiges besser, wirklich so, die sind viel, viel stärker. Und was ich von Shootern halte, COD ist Bullshit, weil das ist immer dieselbe Engine und das sind Leute, 10-jährige Kinder, die ganze Zeit nur rumflamen und alles Mögliche. Das Gameplay ist langweilig, bei Battlefield, das ist das Wahre. Wenn auch manche Leute sagen, Battlefield 3 war schlechter als das 2er, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, Battlefield 3 war richtig geil, aber die DLCs sind halt nicht so die Bringer gewesen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Battlefield 4. Und die 36. Frage kommt von Mike Rotasch. Wie viele Sterne würdest du Minecraft geben? Also Bewertung mit Sternen. Von 5 Sternen 4. Es macht nicht immer Spaß, es hat einige Bugs, aber. Es ist schon ein geiles Spiel auf jeden Fall. 4,5 vielleicht sogar. 4 bis 4,5 sowas. Die nächste Frage kommt von MaxFork22. Machst du mal ein Fan-Treffen? Woher genau kommst du aus Österreich? Niederösterreich, weiter, also genau sage ich es nicht. Ein Fan-Treffen werde ich nicht machen. Ihr könnt mich aber auf der Gamescom treffen. Dort bin ich auf jeden Fall. Und wahrscheinlich bin ich da auch jedes Jahr ab jetzt. Ja, mal schauen. Die nächste Frage kommt von Raphael Palm. Welchen günstigen Gamer-PC kannst du empfehlen? Also, ich würde dir empfehlen, dass du dir selbst einen zusammenbaust mit Sachen wie der GTX 670 oder wenn du dir halt das leisten kannst, eine 680, einem i7 3770K. Auch wenn ich Ivy Bridge verabscheue, ist das günstig und in Ordnung, weil das Teil kann man overclocken wie Sau, falls man sich damit auskennt. Ansonsten, ich würde auf die GameStar
Seite gehen und dir dort einen von den PCs empfehlen. Da kannst du dich hier umschauen. Da gibt es bis zu 1500 € um 1000 € um 900 € um 500 € glaube ich, Gamer-PCs, alles Mögliche. Und die sind eigentlich ganz okay. Andreas Stach fragt, wer war dein Vorbild, als du mit Let's Playen angefangen hast? Wie denkst du, bist du zu so vielen Abos gekommen? Wie schon gesagt, ich bin mit den anderen groß geworden, dadurch die vielen Abos. Ich hatte kein Vorbild, als ich mit Let's Playen angefangen habe. Basti hat mich dazu überredet, indem er mich die ganze Zeit genervt hat. Maxi King LP fragt, spielst du noch auf dem Adrundal-Server? Nein, tue ich nicht, da ich die Lust am Bauen verloren habe. Also die Leute, die mich da gesehen haben, ich kann eigentlich relativ gut bauen. Nur ich habe eigentlich keinen Spaß mehr dran. PvP ist einfach das, was momentan Spaß an Minecraft macht. Ja. Was halten deine Freunde und Klassenkameraden davon, dass du YouTube-Let's Plays machst? Manche finden es komisch, manche lass noch Kommentare da, habe ich eh schon zwei vorgelesen jetzt. Also dein ist kein Klassenkamerad mehr, aber ich habe halt noch irgendwie Kontakt mit ihm hin und wieder. Ja, aber mir ist es auch relativ egal, was die darüber denken, eigentlich. Und was war der Moment, wo du dich bei einem Computerspiel am meisten geärgert hast? Das war, als sie Diablo 3 verpatcht haben, als sie das richtig kaputt gemacht haben. Das Spiel hat echt Spaß gemacht und dann haben die das so einen Scheiß-Patch drauf gespielt. Da habe ich mich echt geärgert. Aber eine andere Sache war auch, also das war nicht direkt bei einem Computerspiel, sondern das war, als ich habe das Spiel, glaube ich, einmal gespielt, aber. Ja, als ich versucht habe, Medal of Honor zu installieren, Warfighter, ich habe mir das gekauft für die Battlefield 4 Beta und das war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe dieses Spiel nicht installiert bekommen, weil Origins immer Fehler hatte. Ja, und irgendwann habe ich es dann geschafft und dann hat es mir gereicht, weil ich es nicht spielen wollte, das war einfach nur scheiße. LPLoader98 fragt, Arsch oder Titten? Definitiv Arsch, also ich habe Arschfetisch. MaxMich40 fragt, spielst du auch WoW? Nein, ich habe WoW gespielt. Von Ende Burning Crusade bis Mists of Pandaria vor 4 Monaten oder sowas in der Art dürfte hinkommen. So Dezember in etwa habe ich aufgehört oder so. Einfach keine Lust mehr drauf gehabt und keine Leute mehr, mit denen ich spielen kann. Ja. Das nächste MMO, was ich spielen werde, ist wahrscheinlich Elder Scrolls Online. Möglicherweise auch, wie heißt's? Titan, genau. Das ist das nächste, was von Blizzard kommt. Ja, mal gucken. Was muss deiner Meinung nach ein guter PC haben? Prozessor, Grafikkarte? Fragt Diacraft LP. Also die momentan beste Grafikkarte ist ja sowieso die GTX Titan, wer die nicht kennt, Hydro. Das ist eine wassergekühlte Grafikkarte, die einfach nur ein Monster ist. Die ist sogar doppelt so gut, wenn nicht sogar mehr als die GTX 680. Und so eine habe ich hier momentan drinnen. Dieses Teil zum Beispiel wird momentan verwendet von D-Tech. Das ist eine österreichische Firma. Da habe ich meinen PC zum Beispiel, also die Teile gekauft. Und die bauen damit einen Rekord. Wo die das Ding Stickstoff kühlen und auf 1,4 Gigahertz overclocken. Und heilige Scheiße, Alter, das Ding fetzt einfach alles weg. Also das ist momentan die beste Grafikkarte. Und im August soll angeblich die Titan LE rauskommen. Die soll stärker overclockbar sein, einen besseren Standardtakt haben und weniger Leistung verbrauchen. Und ich glaube auch billiger sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die kann man angeblich auch in SLI schalten. Also das Teil wird auf jeden Fall ein Monster, aber ich werde mir das nicht holen. Die nächste Grafikkarte, die ich mir holen werde, also wo ich meine GTX 680 ersetzen werde, wird definitiv von der GTX 800er Serie kommen, weil die 700er einfach nur eine verbesserte 600er Serie ist und sich das nicht lohnen würde, nochmal neu Geld auszugeben. Also so in 1,5 Jahren oder so hole ich mir wieder eine neue Grafikkarte. Und Prozessor habe ich hier momentan den besten drinnen, den es gibt. Das ist der i7 3960 Extreme, overclockt auf 4,5 GHz. Wassergekühlt logischerweise. Das Teil ist momentan noch der beste, wird der beste bleiben, obwohl jetzt die vierte Generation von Intel rauskommt. Das sind die Haswell-Prozessoren, die kann man noch besser overclocken als die Ivy Bridges, aber also es gab schon Benchmarks auf jeden Fall davon, dass man diesen Haswell i7 4770K auf 7,5 GHz oder sowas overclockt hat. Das Teil ist einfach nur brutal, aber es kommt halt nicht an die Leistung von meinem ran. Ja. Also, was ein guter PC haben soll, ist ja die eigentliche Frage. Einer der besten Grafikkarten ist momentan die GTX 670. Die ist nicht zu so teuer und lohnt sich auf jeden Fall. Und der i7 3770K. Ameise The Real fragt: Was sind deine PvP-Taktiken in Minecraft? Straven. Ich mache eigentlich nur Straven und combo die Leute dann weg. Wer nicht weiß, was Straven ist, damit spiegelt man die Bewegungen des Gegners, also man umläuft den praktisch, in der entgegengesetzten Richtung, in der das macht, und hittet ihn die ganze Zeit dabei. So dass er dich halt kaum trifft und du ihn einfach nur wegkombust. Cookies Plays fragt, kannst du bitte einen Livestream machen? Mit LOL, Minecraft und Co. Ich habe ich schon oft gemacht, werde ich aber vielleicht bald wieder mal machen. Ich habe jetzt eine 50.000er Leitung bekommen. Geschenkt bekommen von meinem Internetanbieter. Ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich eine 50.000er Leitung einfach so bekommen, weil die Firma ihren Namen geändert hat. Ich zahle immer noch dasselbe. Ja.
Also werde ich auf jeden Fall mal wieder machen, habe ich aber auch schon gemacht. Butterkeks LP fragt, was ist dein Lieblingsgame? Zum Beispiel auf Minecraft, Hunger Games: Fall Down. Also mein Lieblingsspiel in Minecraft ist Survival Games, würde ich mal sagen. Dann Trouble in Mineville. Oh ja. Es sind eigentlich einige gute dabei, aber Survival Games ist definitiv das Beste, aber nur auf dem Hive-Server auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach die beste Frage kommt von Stegi. Würdest du auf die Frage, willst du mit mir schlafen, genauso antworten wie auf diese? Ja, Stegi, mit dir doch immer. Ich glaube, das war's jetzt auch schon gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob gleich noch eine Frage kommt, aber ich glaube, das ist jetzt schon die letzte. Fireflame HD fragt, hättest du Bock, mal was mit kleineren YouTubern zu machen, ab ein Abo? Ganz ehrlich, nein, weil das sind meistens irgendwelche Leute, die ein scheiß Mikrofon haben, die nicht gut in den Spielen sind. Also es ist nicht böse gemeint, aber man erwartet sich schon einen gewissen Standard, aber es liegt auch nicht daran, sondern es gibt auch immer Leute, die mich anschreiben, die haben auch so 2000, 3000 Abos, ob ich mit denen was machen will. Da schreibe ich gar nicht zurück, weil ich habe meine Leute, mit denen ich was machen will, mit denen bin ich groß geworden, bei denen werde ich bleiben und da muss ich mir keine neuen Leute jetzt suchen. Und deswegen mache ich allgemein mit Leuten, die ich nicht irgendwie schon länger was kenne oder sowas was. Ja. Und wenn das jetzt die letzte Frage war, denke ich mal, das ist die war. Ich bin mir gar nicht sicher, ich schaue, ob eine neue gekommen ist, aber ich denke nicht. Gut, ist keine neue gekommen. Dann danke nochmal an 4000 Abonnenten. Geht auf jeden Fall hammergeil ab. Vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Abonnenten-Special. Und für die, die es jetzt bis zum Ende geschafft haben, hier durchzuschauen, ich verrate euch schon mal, was als 5000 Abo-Special kommen wird. Ich werde eine PvP-Montage machen. Also die besten Sachen von mir zusammenschneiden und ein bisschen editieren, wenn ich das hinbekomme. Im PvP, ja. Es wird auf jeden Fall krass abgehen, hoffe ich mal. Gut, dann danke. Ciao.